Ja, drei. Ja, und hier ist Gift. Mann, ist das eine blöde Umgebung. Ich will hier eigentlich nur die Festplatte. Ah, Strom brauche ich auch noch. Bitte. Bitte lass mich. Okay, schaffen wir das? Man kann auch dabei sterben. Bitte. Schneller. Wir müssen schneller werden. Los! Ja! No! Guten Tag und damit herzlich willkommen zu Satisfactory? Ja, ihr seht schon, da arbeitet's hier überall und da drüben steht auch noch was. Ja, ich wollte da jetzt auch dazu jetzt nichts Großartiges weitermachen hier. Ihr seht schon, ich habe das in meiner Freizeit gemacht. Also ich habe es jetzt euch jetzt vorenthalten, das hier alles. Ich wollte auch eigentlich nicht mehr Satisfactory anfangen, aber es wurde mir schmackhaft gemacht, leider. Und ja, durch eine Wette wurde es mir schmackhaft gemacht, aber ich bin nicht involviert in die Wette. Und ja, jetzt spiele ich hier Satisfactory. Ist eigentlich eine sehr dufte Sache, macht recht viel Spaß, also macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ihr seht schon, ich habe hier überall ein bisschen aufgebaut und. Ich weiß, kann man bestimmt deutlich besser machen. Tipps gerne in die Kommentare, danke. Und ja, heute spielen wir ein bisschen Satisfactory, falls ihr euch wundert. Warum ist hier keine Musik? Oder beziehungsweise, vielleicht hat der Rugenwehr hier, eine Musik hier, eine andere Musik eingeblendet von dem Game. Denn die Musik von dem Game geht mir so derbe auf den Keks, Alter. Ich habe die nach einer Stunde ausgeschalten, weil sonst bin ich ja eh schon ein bisschen, aber sonst drehe ich hier durch. Ich kann die Musik überhaupt nicht haben. So, okay. Spotify-Playlist regelt. Also für mich privat. Ja, ich bin eigentlich recht flott unterwegs, muss ich sagen. Bestimmt kann man viele Sachen besser machen und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen mal an. Hier sind die letzten Komponenten, denn ich bin schon extrem weit. Das sind nämlich die letzten Komponenten, wo man für den Aufzug hier braucht. Wenn ihr nicht genau wisst, was Satisfactory ist, ganz einfach. Ihr plumpst auf dem Planeten runter. Und dann müsst ihr eine Fabrik aufbauen. Und das ist so ein Space Elevator, wo ihr dann Ressourcen hochschicken könnt, dass ihr Zeug freischalten könnt. Ich erkläre es nur mal ganz banal jetzt. Ihr könnt euch dann bestimmt noch andere Videos dazu angucken, aber es sollte bekannt sein, Satisfactory. Hier hat man dann so verschiedene Stufen hier. Ich bin jetzt da bei Stufe 5, 6 habe ich auch schon fertig. Hier muss ich eine Gasmaske machen, aber das Problem ist, Gasmasken benutze ich nicht. Das kann ich eh nicht bauen, ne? Also kann ich sie nicht benutzen, ne? Aber ich brauche die, glaube ich, auch nicht, weil ich bin verdammt faul. Und ja, heute schalten wir die letzten zwei Stufen hier frei. Und dann haben wir schon mal Newton-Öckel geschafft. Ich wollte es euch auch ein bisschen hier ersparen. Ah, komm runter hier mit. Also das, was halt jeder kennt und. Und jetzt kenne ich mich auch ein bisschen aus in dem Game. Und jetzt kann ich auch ein bisschen mitreden. Und so, die letzte Phase des Raumaufzuges. Oder keine Ahnung, weswegen das hier gebraucht wird. Wird hochgeschossen. Ihr seht, es fliegt in die Galaxie. Ja, hoffentlich haben die da oben was zu abholen. Nein, schon wieder weggeflogen. Ja, okay, jetzt haben wir 7 und 8 normalerweise freigeschaltet und hier dürfte man dann auch nichts mehr weitermachen können momentan. Nee. Nicht verfügbar im Early Access. Ich glaube, da kommt nochmal eine Stufe, also Tier 9 und 10. Jetzt haben wir 7 und 8 freigeschalten und 9 und 10, also einmal kann man den, glaube ich, nochmal aufbessern. Frag mich nicht, ich kenne mich da echt nicht so sonderlich gut aus. Und ja, ich weiß, hier stehen so kleine Fabriken und alles mögliche rum und die arbeiten hier nichts. Das habe ich wirklich nur ganz schnell hingeflatscht, dass ich möglichst schnell, effizient den Aufzug hier fertig auf Stufe 8, 7 hochprügeln kann, weil die Ressourcen dafür braucht man halt nur für den Aufzug. Ich habe da oben jetzt da hinten eine Fabrik hingebaut, wo ein bisschen mehr produziert hat. Na, aber das werde ich dann alles abreißen, weil das braucht man nur für den Aufzug einmal und dann, ja, na.
lohnt sich's nicht mehr. Wir gehen mal hier rein. 7 und 8. 8 gibt's noch nichts hier. Also einen Stein auswählen. Ach, hier. Ah, ja, hier. Jetzt wird hier was angezeigt. Aluminium, hm? Okay. Interessanter ist das, aber warum wird hier... Ist das dann echt das Letzte? Interessant. Hier kann man dann immer Meilenstein auswählen. Das kann ich ja jetzt schon. MK5. Das kann ich instant freischalten, fällt mir gerade auf. Okay, das ist lecker. Das... Oder... Ja, das kann ich instant eigentlich machen. Das ist sehr lecker. Förderlift MK5. Richtig geil. Meiner MK3. Lecker schmecker, lecker schmecker. Das ist auch interessant. Das kann ich nicht fertig machen, weil... Da fehlt mir dann Aluminium. Und das verarbeite ich noch gar nicht. Schutzanzug. Da wird es dann sehr interessant, weil ihr seht schon da hinten... Atomkraft! Das wird auch sehr interessant. Kleines Atomkraftwerk. Also ich bin ein bisschen überrascht von den Anforderungen hier. Ohne Scheiß, weil die sind recht niedrig. Also so sind die Sachen schon schweineteuer, wenn man es so her betrachtet. Aber ich dachte irgendwie, wäre schlimmer, nicht? Okay, das heißt dann, ich muss mich um Aluminium kümmern. Okay, MK5 Bänder, das ist geil. Falls ihr fragt, warum sieht die so langweilig aus, ich muss erstmal gucken, wie ich die aufbaue, die Fabrik. Weil jetzt weiß ich auch, was jetzt hier dazu gekommen ist von, mit den letzten Komponenten und, und. Jetzt habe ich dann letztens auch noch Öl erschlossen. Ich gehe mal ganz kurz da hoch, dann seht ihr mal einen ganz groben Über... Ich habe ein Auto, warum nutze ich es nicht? Mensch, bin ich umweltfreundlich. Eieieiei. Ich bin so ein umweltfreundlicher Mensch. Okay. Hier rechts ist die komplette Eisenproduktion bis nach da hinten. Da links ist Stahl. Hier werden solche komischen Dinger da gebaut, wofür die Motoren gebraucht werden. Da hinten ist dann das Stahl. Da drüben ist... was ist da? Ich glaube... Ah ja, da ist Quarz. Das habe ich momentan noch nicht weiter erschlossen, weil... Braucht es nicht. Ja, ich habe mich wirklich nur auf den puren Fortschritt fokussiert. Da hinten ja ist Kupfer. Da hinten ist Keterium. Irgendwie... Ich zeig's auf dem Bildschirm. Ich dödel. Irgendwo da hinten. Also da, wo ich hingucke. Ich fahre rein. Dann seht ihr das. Keterium. Das ist... Müsst ihr euch vorstellen, was Keterium ist. Ist besseres Kupfer. Blöd jetzt gesagt. Braucht man für den Strom. Da ist die Keteriumfabrik. Das da ist auch noch Eisen. Dann hier ist verdichtete Kohle. Richtig geil, denn mit der schüre ich momentan meine ganzen Kraftwerke. Und hier wird die halt produziert aus Schwefel und normaler Kohle. Ihr seht, das sind ein paar Stück. Und das, wenn ich es dann gescheit mache, habe ich super duper viel Strom, weil es gibt noch ein Rezept, wo man super Treibstoff herstellen kann, aber das muss man finden mit Festplatten. Da komme ich dann gleich auf meinen Ausflug hin rum, weil wir suchen Festplatten. Hier sollten zwei Stück sein. Hier habe ich noch welche gesehen. Und da gucken wir mal, ob wir Festplatten finden, weil da gibt's, weil das ist kein Rezept, wo es so normal im Spiel gibt. Weil dafür braucht man dann verdichtete Kohle und Treibstoff. Apropos Treibstoff, warum fahre ich jetzt so weg? Und da ich Treibstoff jetzt erst freigeschalten habe, brauche ich jetzt langsam das Rezept, dass ich diesen super Treibstoff bekommen kann. Und wenn ich den super Treibstoff habe, dann kann ich super viel damit machen. Logisch, oder? Okay. Hier kommen dann diese ganzen Motorteile hin. Hier üben wird es dann verarbeitet, das ganze Stisselzeug. Hier werden dann die Rotoren gebaut. Diese Dinger hier. Dann geht es da hier so weiter. Blub, blub, blub. Hier hinten ist noch eine Komponente, die ich wieder abreißen muss. Die habe ich zwischendurch mal habe ich verkleinert.
weil brauche ich halt leider nicht mehr davon. Und das sind diese Dinger hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die Dinger hier heißen. Wie heißen die Dinger hier? Intelligente Beschichtung. Ihr steht schon, seht schon, da steht, wird für ein Projekt da gebraucht. Na, wir sind ja schon Stufe 7, 8. Von dem her brauchen wir die nicht mehr. Die Dinger werden aber nochmal benötigt für Stufe 7, 8, um die halt zu bauen. Na, halt um solche verbesserten Dinger von denen. Ach, keine Ahnung, was das ist für Zeug zu bauen. Ja, hier bauen wir Motoren. Und das ist auch schon ziemlich alles voll hier. Und hier habe ich halt auch Sachen für den Weltraumaufzug gebaut. Und zwar diese Dinger hier. Die braucht man aber auch nur für den Aufzug und dann nie wieder. Und deswegen habe ich hier auch die Fabrik angehalten. Ihr seht schon, da wird es bla bla bla, um das Projekt halt abzuschließen. Und danach braucht man die nicht mehr. Da werde ich dann das da dann alles abreißen. Alles, was mit dem Aufzug zu tun hat, pur mit dem Aufzug zu tun hat, werde ich abreißen. Und die Ressourcen, die ich davon nicht benötige, die haue ich dann in den Awesome-Schredder. Und der Schredder macht dann da ganz schöne Sachen. Darüber geht es dann jetzt zur Raffinerie. Also das hier sind die Pipelines. Die pullen 300 pro, was weiß ich, habe jetzt die Einheit jetzt vergessen. Also halt das Maximale durch. Und die hier produzieren jetzt eine hier Kunststoff und da hinten Gummi wird produziert, aber Gummi braucht man nicht so viel. Und dann geht das hier dann mal so durch. Ich kletter hier mal hoch. Das sind die ganzen Tanks hier, wo das Zeug reingelagert wird. Hier wird das Kunststoff reingelagert. Das geht dann hier so rüber. Dann da werden Festplatten hergestellt von den Festplatten oder nicht Festplatten, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Doch, die Festplatten oder so was ähnliches. Ach, wie heißt denn der Schrott? Da habe ich vergessen, das habe ich vergessen. Festplatten waren das nicht. Platinen. Ist ja fast dasselbe. Ja, die Platinen werden dann da reingemurcht. Stehen sie mal so an. Und ja, da werden dann Computer hergestellt und die haut's dann da hinten rein. Ihr seht schon, habe ich auch schon ordentlich welche und habe auch schon ordentlich welche wieder rausgenommen. Dann hier, das hier ist der Rückstand, wovon Schweröl, also das ist halt Schweröl. Das ist halt so ein Nebenprodukt, was halt da rauskommt und aus dem Schweröl kann man dann Treibstoff machen. Das mache ich dann hier gerade. Na, und den normalen Treibstoff, den lagere ich hier momentan ein und da wird momentan ein Kraftwerk betrieben. Keine Sorge, das macht nicht meinen Strom und ich will das hier oben komplett alles nochmal hier abreißen. Bis also das alles plus die Rohre und ein paar von den Dingern hier will ich hier noch abreißen. Oder ich lasse hier vier Stück. Mal gucken, vielleicht lasse ich auch vier Stück erstmal. Also bis hierhin will ich eh nochmal alles komplett hier hinten abreißen. Fabriktechnisch, weil das habe ich jetzt zum Testen gemacht, weil ich muss selber gucken, wie viel hier pro Minute gebraucht wird, wie viel er herstellt pro Minute und wie viel jetzt auch so ein Kraftwerk hier braucht. Na, er braucht 20 pro Minute und das ist halt interessant zu wissen. Und da ich ja eh einen anderen Treibstoff herstellen will, also diesen super Treibstoff, na, muss ich es eh nochmal hier alles abreißen hier hinten und ja, den super Treibstoff, den muss ich mal suchen, denn es ist halt deutlich effizienter als jetzt nur den normalen Treibstoff da reinzuhauen und ja. Das ist jetzt der Plan. Wir holen jetzt hier uns eine Festplatte, ein paar Festplatten und dann gucke ich mal, was man da raus bekommt am besten und ja, wie komme ich jetzt hier am besten runter? Ah, irgendwo da drüben. Ja, das ist jetzt der Plan. Das ist jetzt hier meine Fabrik. Ist nichts Weltbewegendes. Gibt es sicherlich deutlich bessere. Aber für meine erste Fabrik, ja, das ist meine allererste Fabrik, ist das, denke ich, schön. Und nein, ich bin hier oben nicht gespawnt. Ich bin da unten gespawnt. Habe ganz schnell alles da aufgebaut. Innerhalb nach 5 Stunden oder was hatte ich schon Kohlegeneratoren. Und ja, das war sehr, sehr fix, was ich da gemacht habe. Nach 5-6 Stunden war das so um den Dreh. Und dann bin ich, glaube ich, nach
insgesamt, ich glaube nach 16 Stunden bin ich dann hier hochgegangen und jetzt habe ich, Moment, ich speichere hier mal drauf, 85 Stunden. Und nach 16 Stunden bin ich hier hochgegangen. Ja, also den Rest habe ich dann alles oben gemacht. Die untere Fabrik habe ich auch komplett abgerissen, weil brauche ich halt nicht. Und wir haben mein Fahrzeug da drin vergessen. Toll gemacht. Ach man. Habe ich Kabel dabei? Ha! Doch, habe ich dabei. Doch, habe ich dabei? Ich habe alles dabei. Okay. Ach, ich trottel. Und ja, das ist jetzt hier so meine Fabrik. Und ja, das, ich wollte es eigentlich so aufbauen, das billige Zeug unten hin und das teure Zeug oben hin, so in der Art. Und ja, das, ich muss da eh noch ein paar, drei, vier Mal was wieder abreißen und neu bauen, weil ich muss mal gucken. Deswegen habe ich solche riesigen Platten gebraucht, weil ich weiß absolut nicht, wie viel Platz ich brauche. Ich weiß es jetzt mal noch nicht. Ja, und ja, was ich halt auf jeden Fall plane, ist auf jeden Fall, hier wird ja die verdichtete Kohle hergestellt. Und die verdichtete Kohle geht da ja momentan darunter zu meinen Kraftwerken. Irgendwo da hinten sollen die sein. Und die produzieren da jetzt super duper Strom. Ja, 3000 irgendwas produzieren die da hinten. Wir haben insgesamt 4000 irgendwas. 800 werden da vorne produziert oder 900. Und da oben, der macht 200 circa. Und ja, die hier will ich ja dann nach oben hauen. Na, die ganze verdichtete Kohle hier. Dass die dann in einer Raffinerie umgeformt wird. Eine Raffinerie hat immer einen Treibstoffanschluss, also wo Flüssigkeiten reingehen und einen Anschluss, wo man halt ein Förderband ranhauen kann. Und ja, das baue ich dann da oben hin, ganz viele Raffinerien, wo halt den Treibstoff und alles gleich verarbeiten und ja, wird super toll. Ihr seht auch hier, ich habe was freigeschalten. Nein, Mann! Findet mich dauernd. Strom? Nee, Logistik. Förderbänder MK4. Ha! Die mache ich nicht. Ist viel zu teuer, die Dinger da herzustellen. Klar, ich habe momentan die, aber ich gehe dann gleich zu den Fünfern, ganz ehrlich. Wozu soll ich die Vierer bauen? Hier habe ich sie auch gemacht. Na, normales Bup, Bup, Bup. Aber ich bin gleich von... Hier oben habe ich gleich alles mit drei gebaut, weil Stahl ist tausendmal günstiger, als die Platten da herzustellen. Das ist lächerlich. Oder auch den Schrott hier. Klar könnte ich auch alles erst mit MK1 bauen, aber warum? Ja, das ist ineffizient. Ich glaube, hier unten war auf jeden Fall eins. Da hinten. Auf jeden Fall eins. Oh, die Viecherchen sind wieder da. Hier müsste irgendwo eins gewesen sein. Ich kann mich erinnern. Ah ja, da üben. Die Tierchen sind hier. Den Trick, was ich gerne mache, ich überfahre die Viecher und dann haue ich drauf. Tausendmal einfacher, als direkt mit denen zu kämpfen. Ich weiß, es ist ehrenlos, aber egal. Okay, jetzt haben wir hier gleich eine Festplatte. Ihr habt gesehen, wir haben Ressourcen gebraucht und zwar hier Gummi. Jetzt haben wir hier eine Festplatte und auf der Festplatte ist Wissen und das Wissen brauchen wir. Und okay. Wo war das andere jetzt? Das war jetzt das hier unten. Ich glaube, das andere war das ganz da oben? Ich weiß es nicht mehr. Dann müssen wir hier mal einen kleinen Jump'n'Run hier machen. Ja, Autosave. Speichern wir auch hier nochmal auf New Empire. Und hauen wir mal hier hoch. Wenn ich runterfalle, bin ich garantiert tot. Das wird toll. Ja, ja, da oben ist es. Da war es. Da habe ich es gesehen. Hier kommen wir jetzt am schnellsten hoch. Beton habe ich genug mitgenommen. Oh, da ist eine Schnecke. Nein! Ihr Hunde! Na, ah, wir holen die später, ich hab kein Essen dabei. Absprung. Ist da eine Höhle? Blöden Viecher! Nein! Renn!
weg? Gehst du weg, du garstiges Viech? Garstiges Viech, garstig! Okay. Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Das war doch jetzt hier. Da, hier ist es. Hier ist es abgestürzt. Darüber kommen wir nicht. Denke mal, Produktion, Logistik, nein, nein. Brauche ich erstmal hier einen Turm. Ich könnte mich auch ein Jetpack bauen, wäre vielleicht auch mal irgendwann eine sinnvolle Investition. Aber wo bleibt dann der Spaß? Und das denn hier. Ja! Verdammt. Fasse wir um. Wir dürfen nur nicht runterfallen. Wir sind instant tot. Da ist das Wrack. Bestimmt gibt es auch einen leichteren Weg. Aber. Der hier ist spannender. Ah, da ist Gift. Gift. Hätte ich eine Gasmaske dabei. Ja, dann hätte ich nicht so große Probleme. Die Frage, wie weit das Gift da geht, nicht? Spring halt in den Abgrund. Und da sind böse Juju-Viecher. Und Waffen habe ich übrigens auch keine. Ich habe nur das Schwert. Bis jetzt bin ich da ganz gut durchgekommen, weil ich jetzt in der letzten Zeit auch alle Viecher immer schön überfahren habe und dann nochmal draufgehauen. Und da schießen die auf mich. Ich speichere mal ganz kurz. Hehe. Oh, lol, lol, lol. Nein. Nein. Angriff! Für Sparta! Ah. Nein, du. Ja, drei. Oh, und hier ist Gift. Mann, ist das eine blöde Umgebung. Ich will hier eigentlich nur die Festplatte. Ah, Strom brauche ich auch noch. Bitte. Bitte lasst mich. Cool. Autosave? Haha. Genau in meine Falle getappt. It's a trap. Oh, nein, 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 nicht! Nein! Nein! Oh. Gleich mal speichern. Das ich bin so ein Dulli. Na, da ist Gift, ne? Ich bin fast tot, hab kein Leben, hat sich noch nicht regeneriert und ich renne da einfach rein. Strom, wir brauchen jetzt Biomassegenerator, das da verknüpfen, weil hier wird Strom benötigt und Schrauben. Das hau ich hier kurz mal rein. Habe ich schon vorgesorgt. Wird hier Strom gemacht und jetzt. Ah! Schön, haben wir zwei hammergeile Festplatten. Schön. Kann das da wieder abreißen direkt. Toll. Gleich wieder speichern. Sorry, paranoid. Ich könnte auch den Speicherintervall etwas runterschrauben. Also, dass es schneller speichert, aber... Ich renne hier schnell durch und nehme alles mit. Okay, ich hab hier gibt es auch nichts Gescheites. Oh, ist das Feuer? Ich nehme mich mit. Ansonsten gibt es hier eigentlich keine geilen Sachen. Okay, dann. Wir sind echt fast. Falls wir da jemals runterfallen sollten, sind wir hundertprozentig tot. Das endet nicht gut. Ah, nicht. Ach,
Mann, scheiße, ey. Hä? Okay. Okay. Bitte, bitte, bitte. Lass mich hier nicht sterben. Ja, das sind ein paar Meter. Zum Glück habe ich die Boots hier an, dann kann man es ein bisschen hier ausgleichen, hier den Höhenunterschied. Merkt, da passiert nichts, aber ein bisschen höher und dann kriege ich wieder eine auf die Schnauze. So wie hier. Wupp. Und ja, ich hätte es auch stehen lassen können. Na, ich kann es mich ressourcentechnisch leisten, aber warum? Auch verschandelt ja die Umwelt. Ich sehe es schon qualmen. Unten ist meine Hauptenergiegewinnung. Das wird nochmal umgemodelt. Da kommen dann solche hin. Und ja, muss ich nochmal gucken, wie genau ich das mache. Aber wahrscheinlich werde ich die Treibstoffgeneratoren nicht da unten platzieren. Weil das Lustige ist, der Treibstoffgenerator braucht kein Wasser. Also der macht das nicht so wie ein Kohlegenerator mit Turbinen, na? Sondern der macht es hier mit Explosionen. Also na, der verdichtet das, den Treibstoff, und der explodiert und dann haut es die Kolben raus und ja. Da braucht man kein Wasser dazu und das ist recht geil. Also da werde ich wahrscheinlich irgendwo eine eigene Ebene erschaffen. Das hier werde ich auch wahrscheinlich nicht abreißen. Ich werde es dann wahrscheinlich irgendwann mal abklemmen oder mit dazu laufen lassen, wenn es nicht so viel braucht. Und ja. Okay, schaffen wir das? Man kann auch dabei sterben. Bitte, 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 bitte. Schneller, schneller, schneller. Wir müssen schneller werden. Los! Ja! No! Oh! Das tat weh. Fast hätten wir es geschafft. Da speichert es wieder. Auch, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen auf dem Autosave. Falls ihr irgendwie gerade springt und es macht ein Save, das kann manchmal blöd sein. Und ja. Okay, das war jetzt hier meine ganze Fabrik. Heute etwas chaotisch und ja. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir hauen jetzt hier nur noch... Moment, ich speichere nochmal. Auf die 10 drauf. Ich hau jetzt hier mal, also das ist hier das Forschungsbett, da kann man die ganzen Sachen erforschen und, wie beispielsweise, dass man die Elektroschnecken verarbeiten kann zu Energie und ja, hier kann man nämlich die Festplatten reinhauen, starten, dann läuft hier der Counter von 10 Minuten runter und dann kriegen wir hier irgendein geiles Rezept daraus, hoffentlich, und ja, bin ich jetzt mal gespannt drauf, ist jetzt nicht so interessant. Und ja, falls ihr mehr sehen wollt von Satisfactory, ich habe jetzt einfach mal hier einen Einblick gemacht. Und ja, ich bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Verbesserungsvorschläge auch gerne in die Kommentare. Sehr gut. Also jeglicher Art. Aber ja, und wie gesagt, da oben, das muss ich alles nochmal ein bisschen managen. Die Energie und alles Mögliche. Dass ich den Treibstoff auch wirklich nutze, das Schweröl, und ja. Ich hoffe mal, euch hat es weiterhin Spaß gemacht und bis dahin macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.